Ja, tatsächlich ist hier auf dem Bundesparteitag der Linken in Erfurt die Diskussion um Russland, um die Bekämpfung auch in der Ukraine, was dort passiert. Das ist hier ein sehr, sehr virulentes Thema. Wir haben hier verschiedene Beiträge auch gehört. Und tatsächlich ist das auch im Bundestag kein einfaches Thema für die Linke. Dort stellt sie immerhin noch einen wichtigen Ausschussvorsitz, und zwar den für Klimaschutz und Energie. Und den hat Klaus Ernst, der ist jetzt hier bei mir. Guten Tag, Herr Ernst. Guten Tag. Willkommen bei Phoenix. Sie waren selber auch lange Parteichef. Sie beobachten hier den Parteitag. Ist Ihnen das jetzt, kommen Sie da noch mit, was hier gerade passiert, oder ist das zu turbulent? Nee, das war bei uns immer turbulent und das gehört zu einer linken Partei. Wenn eine linke Partei nicht mehr diskutiert, ist sie tot. Sie muss natürlich diskutieren und versuchen, richtige Entscheidungen, einen richtigen Weg, insbesondere für die Menschen, die nicht vom Schicksal begünstigt sind, in diesem Land zu finden. Jetzt ist es so, ich habe das gerade gesagt, Sie leiten den Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sie haben immer gesagt, Sanktionen bringen nichts, sie helfen der Ukraine nicht. Hier wird ein Leitantrag verhandelt, da sollen auch bestimmte Sanktionen möglich sein in Zukunft. Was sagt Klaus Ernst dazu? Also wir erleben zurzeit bei den Sanktionen gegen die Energie, bei der Energiefrage, dass wir uns in eine sehr schwierige Situation begeben haben. Ich höre jetzt das hier nicht mehr, das wackelt. Ja, aber ich höre Sie gut. Alles okay. Gut. Machen Sie weiter. Dann tun wir es mal raus. Ja. Das stört mich nicht. Die sind deshalb sehr schwierig, weil sie uns ins eigene Fleisch schneiden. Wir sind von den russischen Sanktionen oder von den Sanktionen gegen Russland selber mehr betroffen als Russland. Russland verkauft momentan sein Öl zum Beispiel an Indien. Und der Ölpreis hat ein Niveau, dass die Russen nur noch die Hälfte des Öls verkaufen müssen, aber genauso viel verdienen wie vorher. Und gleichzeitig haben wir bei uns das Problem, dass wir zu wenig Gas haben im Herbst. Nun werden traditionell immer Wartungen an Nord Stream 1 durchgeführt. Das heißt, es kommt weniger Gas bei uns an. Die Gasspeicher werden nicht in dem Maße aufgefüllt, wie sie aufgefüllt werden sollen. Wir haben ein richtiges Problem im Herbst. Sie plädieren dafür, die Gaslieferungen von Putins Russland einfach in vollem Umfang weiterlaufen zu lassen, obwohl Putin die Ukraine angreift. Sanktionen müssen den treffen, den sie treffen sollen. Wenn es die Russen nicht trifft, aber es trifft die eigene Bevölkerung, die eigene Wirtschaft. Wir haben sogar das Problem, dass wir möglicherweise runterfahren müssen in der Produktion. Dann haben wir auch noch Arbeitslosigkeit, dann haben wir auch noch eine Wirtschaftskrise, eine Tiefe. Das sagen nicht nur wir, die sagen uns die Unternehmen und die Verbände. Dann muss ich doch darüber nachdenken, ob die Medizin, die ich anwende, den Krieg zu beenden, richtig ist oder falsch. Ich sage, diese Sanktionen, die im Energiesektor laufen, gegen Russland treffen nicht die Russen, die treffen uns selber, deshalb sind sie falsch. Die Bundesregierung rechnet mit einem Einbruch des BIP in Russland von etwa 10%. Der Zahlungsausfall Russlands steht im Raum, aber Sie sagen, die Sanktionen, die bringen nichts. Also ich war erst in den arabischen Ländern, habe dort mit den Ölministern gesprochen, zum Beispiel von Abu Dhabi und in Dubai. Und die sagen mir, das Öl, das wir jetzt kaufen sollen als Ausgleich für russisches Öl, ist noch nicht mal nachgefragt. Es war noch kein einziges Unternehmen, zum Beispiel bei den Ölscheichs, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wir wollen mehr von euch. Wenn das aber so ist, dann ist momentan die Versorgungslage bei uns das Problem, das mich beschäftigt. Es sind unsere Bürger, die ihre Preise nicht mehr zahlen können für Energie. Es sind unsere Bürger, die möglicherweise Arbeitsplatzverluste hinnehmen müssen wegen der Industrie. Da sage ich, das sind doch nicht die vernünftigen Möglichkeiten. Muss ich mir anderes überlegen, wenn das nicht wirkt. Also, das heißt aber, Sie wollen weiter Gaslieferungen aus Russland haben und vor allen Dingen wegen dieses Preisarguments. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Positionen oder noch andere Dinge, die man tun kann, damit die Preise stabil bleiben? Der Wirtschaftsminister Habeck hat ja jetzt die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Preise werden aber nicht stabil bleiben, die werden weiter steigen, das ist Realität. Und wir tun uns ja momentan sehr schwer, immer neue Programme aufzulegen, dass unsere Bevölkerung in irgendeiner Form einen Ausgleich dafür hält. Aber das ist auf Dauer nicht mehr auszugleichen. Und das ist das Problem. Es ist auch nicht auszugleichen, wenn kein Gas mehr kommt, weil wir kein anderes herkriegen. Es ist auf dem Weltmarkt die Menge, die wir bräuchten, nicht herzukriegen. Und das Sparen der Bürger, das funktioniert auch nur begrenzt, weil wenn die Bude irgendwann mal kalt ist und der kalte Winter droht, werden auch unsere Bürger vermutlich sich fragen, ist das die richtige Möglichkeit, der Ukraine zu helfen? Und ich sage, das ist sie nicht. Wir müssen den Ukrainern auf anderen Wegen
helfen. Wie? Wir müssen ihnen zum Beispiel helfen, indem wir ihnen Schutz bieten hier. Wir müssen ihnen zum Beispiel helfen, indem wir ihnen sagen, Freunde, wir sind solidarisch mit euch, wir helfen euch auch. Das tut auch die Bundesregierung. Das wird Herrn Putin ja nun gar nicht beeindrucken. Aber das mit dem Gas beeindruckt ihn ja noch weniger, wenn er selber daran verdient. Wenn der mehr verdient wie vorher, dann sagt er, gut, dass die das machen. Das freut mich, sagt Putin. Und wir sind die, die unseren Gashahn zudrehen und wir fahren unsere Industrie runter. Unverantwortliche Politik der Bundesregierung. Nun, es gibt ja auch die moralische Dimension des Ganzen, ob man von so einem Machthaber, der diesen Angriffskrieg da betreibt, noch Gas beziehen möchte. Ihre Partei möchte hier beschließen, dass die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, gegen die ökonomische Machtbasis des Systems Putin vollzogen werden. Sanktionen, die die Linkspartei im Leitantrag festschreiben möchte. Möchten Sie diese Position dann als Ausschussvorsitzender im Bundestag auch vertreten? Ja, ich möchte vor allen Dingen eins. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes durch den Winter kommen. Und ich möchte, dass unsere Industrie nicht runterfährt, weil wir uns mit Sanktionen selber belasten und nicht den politischen Gegner in diesem Fall. Und das müssen wir hinkriegen. Und die gegenwärtigen Maßnahmen, die wir machen, dienen weder dazu, den Krieg zu beenden, denn wir haben ja nun die Sanktionen schon länger und es gibt offensichtlich immer mehr militärische Erfolge der Russen in der Ukraine. Der Krieg ist nicht beendet, ist nicht reduziert worden. Die Sanktionen sind offensichtlich ins Leere gelaufen. Und nur weil momentan nicht nur Putin, sondern die ganze Welt belastet ist, auch durch unsere Sanktionen, muss ich doch mal sagen, gibt es vielleicht wirklich die Möglichkeit, dass man nicht moralisch argumentiert, sondern logisch argumentiert. Und logisch ist es, wir dürfen uns nicht selber eine reinhauen, wenn wir Putin treffen wollen. Und das tun wir gerade. Gut, das ist auf jeden Fall eine interessante Aussage, weil Ihre Partei hier durchaus andere Wege da diskutiert. Wir haben eine Diskussion über Sanktionen. Ich bin auch der Auffassung, dass man darüber redet, ob man Oligarchen trifft. Ob es tatsächlich sinnvoll ist, Beschlagnahmen durchzuführen von Leuten, die bei uns Riesenvermögen angeeignet haben, von der Putin-System in irgendeiner Weise profitieren. Da kann man drüber reden, da bin ich dafür. Aber ich bin nicht dafür, dass wir Maßnahmen treffen, die nicht Putin, sondern uns treffen. Das ist einfach idiotisch, um es mal deutlich zu sagen. Ja, klare Worte hier. Vielen Dank, Klaus Ernst, Ausschussvorsitzender im Deutschen Bundestag im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Und